Sie hat auf Instagram rund 88.000 Follower und gehört zu den bekanntesten Sportlerinnen aus der Region. Heute steht uns die Schwimmerin Leonie Beck Rede und Antwort bei Train and Talk. Leonie, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Danke, dass ich hier sein darf. Leonie, du bist jetzt aktuell hier in Würzburg. Wie lange denn überhaupt noch? Weil du wohnst ja eigentlich woanders. Ich bin tatsächlich jetzt die letzten Tage da, weil es jetzt wieder ins Trainingslager nach Rom geht und dann nach Ägypten sogar für 4 Wochen. Aber ich war jetzt mal froh, ein paar Tage über Weihnachten und Silvester daheim bei der Familie zu sein, wieder Freunde zu treffen, und vermisst man ja dann schon. Ne? Blicken wir mal gemeinsam auf das Jahr 2022. Was ist denn dein Fazit? Weil eigentlich hinter dir liegt ja schon ein sehr erfolgreiches Jahr. Das Jahr 2022 war sehr erfolgreich für mich tatsächlich. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Angefangen mit Weltmeistertitel mit der Staffel, Vize-Weltmeisterin Einzel und dann noch Europameisterin vor der zweiten Haustür jetzt mehr oder weniger. Also es war schon ein sehr, sehr cooles Jahr, und ja, ich würde mich freuen, wenn es so weitergeht. Natürlich immer mit der Voraussetzung, dass man gesund bleibt etc. Aber ich gebe mein Bestes und versuche weiter dran zu bleiben. Du wohnst ja jetzt bei Rom, bist vor knapp 1,5 Jahren dort hingezogen. Wie kam es denn damals zu diesem Schritt, dass du gesagt hast, ich verlasse Würzburg und wechsle die Heimat? Also Würzburg verlassen habe ich nie und werde ich nie. Aber ich wollte mal so ein Auslandsjahr machen, wie es halt viele schon in der Schule machen, im Studium machen, und das habe ich nie gemacht. Ich habe sowas, ja, keine Ahnung, Zeit hatte ich auch gefehlt, und dann hatte ich die Möglichkeit, für eine Saison mal nach Rom zu gehen, beziehungsweise mit einer der besten Trainingsgruppen eigentlich der Welt und Italien zu trainieren. Und dann habe ich gedacht, wenn man so eine Möglichkeit man hat, dann sollte man die nutzen. Das haben ja auch sehr, sehr viele gesagt, alle, die mal ein Auslandsjahr gemacht haben, es war das beste Jahr meines Lebens etc. Und dann habe ich gesagt, gut, mache ich das mal, gehe aus meiner Komfortzone raus sozusagen. Und ja, ist natürlich weit weg von der Familie. Also ich bin jetzt nicht aus der Welt, aber trotzdem ist es ein anderes Land, neue Sprache, also alles viel, viel Neues, neues Umfeld etc. Und genau, dazu kam es dann und hat mir natürlich gut gefallen, und jetzt bleibe ich halt noch. Also du fühlst dich wohl dort? Ja, also Training ist natürlich überall hart, egal wo, aber ist natürlich noch mal ein bisschen was anderes, wenn man draußen an der Sonne trainieren kann. Also jetzt gerade auch nicht, aber im Sommer, und ja, ein bisschen Bräune hat auf dem Körper. Also ist dann schon, wir haben auch direkt das Meer halt vor der Haustür, und fürs Freiwasser ist es halt auch optimal, ein paar mehr Einheiten in der Woche zu trainieren, und im Endeffekt, ja, deswegen. Du hast gerade schon angesprochen, du bist Freiwasserschwimmerin und das auch ja, sehr erfolgreich. Davor warst du aber im Becken. Wie kam es dann zu der Entscheidung, dass du ins Freiwasser wechselst? Ich war im Becken, ich habe mich immer qualifiziert für die Höhepunkte EM, WM und auch Olympische Spiele in Rio, aber ich habe es nie geschafft, bei diesem Höhepunkt dann meine Bestleistung abzurufen. Also ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, eine Medaille zu gewinnen, weil dafür hat es dann schon noch ein bisschen gefehlt, aber mit meiner Bestleistung hätte ich schon eine Finalplatzierung erreichen können, und das habe ich aber nie geschafft. Ich bin nie Bestzeit geschwommen, und irgendwann schlaucht es dann, also dann ist man irgendwann kaputt, man kann nicht mehr. Immer wieder Misserfolge für einen selber, und da macht man sich natürlich auch Druck. Und dann haben wir nach Rio gesagt, wo ich dann meilenweit über der Bestzeit war, was machen wir jetzt? Ich war dann auch noch krank in Rio, aber egal, ich war einfach schlecht. Und dann haben wir gesagt, was machen wir jetzt? Und dann haben wir gesagt, okay, wir sind Bundesstützpunkt für Freiwasser, und dann probieren wir es halt mal dort und versuchen, beziehungsweise setzen uns als Ziel, in Tokio die Qualifikation zu schaffen. Und ich habe eine hohe Grundgeschwindigkeit vom Becken, also liegt es irgendwo nah. Wir haben viel Erfahrung im Freiwasser mit dem Thomas, und dadurch kam es eben, dass ich dann diesen Wechsel ins Freiwasser gezogen habe. Und du hast da ja sehr, sehr schnell Fuß gefasst eigentlich. Du hast gerade schon kurz angesprochen, die Olympischen Spiele in Tokio. Als klar war, du hast dich dafür qualifiziert. Wie war das im ersten Moment für dich? Vor allem dann gleich auch noch in der neuen Disziplin für Freiwasser. Ja. Also so schnell Fuß gefasst habe ich nicht. Also die ersten Rennen waren schon sehr, sehr schwer, und ich war auch überhaupt nicht gut. Also Freiwasser ist eine Sportart, die ist sehr erfahrungsgeprägt, und wenn man nicht wirklich sehr, sehr talentiert für diese Sportart ist, dann
ja, kriegt man auch mal ein paar blaue Flecken oder keine Ahnung, kommt bei der Verpflegung, bekommt eins aufs Auge oder was weiß ich. Also das war so eher ich am Anfang. Also ich muss mich da auch sehr hocharbeiten, aber von Rennen zu Rennen wird es dann auch besser und die richtige Erfahrung sammelt man bei den wirklich guten Wettkämpfen, bei den hochkarätigen wie Weltcups etc. Und ja, nach einem Jahr, nach ja, eineinhalb Jahren kamen dann schon EM-Medaillen, also es wurde dann schon besser und besser und ja, 2019 war dann die Qualifikation und die habe ich dann geschafft. Das war natürlich ein Traum, ist wahr geworden. Und dann habe ich auch noch die WM-Medaille 5 Kilometer zwei Tage später gewonnen. Und das war natürlich dann das Sahnehäubchen und ja, dann kam der Lockdown. Dementsprechend wurden dann auch die Olympischen Spiele in Tokio erstmal um ein Jahr nach hinten verschoben. Dann aber Tokio, Platz 5. Warst du damit zufrieden oder jetzt so im Nachhinein denkst du dir so, ah, es wäre vielleicht doch noch ein bisschen mehr gegangen? Ich war sehr, sehr zufrieden. Also ich war noch nie so zufrieden mit einem Rennen. Ich war wirklich, bis zu diesem Zeitpunkt war es das beste Rennen meiner Karriere. Ich war 2 Stunden wirklich hoch konzentriert. Ich habe mehr oder weniger eigentlich keine Fehler gemacht während dem Rennen, was davor halt immer der Fall war bei mir. Ich habe so viele Fehler gemacht, die ich immer ausmerzen musste mit einem schnelleren Tempo etc. Aber in Tokio war ich, also es war wirklich ein gutes Rennen für mich. Ich habe ein bisschen zu früh angezogen, da haben dann halt am Ende die Kräfte ein bisschen gefehlt, aber ich war sehr, sehr zufrieden und sollte ich auch weiterhin eigentlich sein. Natürlich waren es dann nur 1-2 Sekunden zur Medaille, aber im Endeffekt gehört natürlich auch da ein bisschen Glück dazu und es war ein sehr gutes Rennen. Ich will es gar nicht schlecht drehen oder sonstiges, also ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Rennen. Wie darf man sich das denn überhaupt vorstellen, 2 Stunden frei Wasser zu schwimmen? Also normal, also so jemand wie ich würde sich jetzt fragen, wie funktioniert das, dass man 2 Stunden solche Kräfte aufbringen kann? Es gibt natürlich sehr, sehr harte Rennen auch, wenn es dann wellig wird. Genau. Kaltes Wasser ist auch noch nicht mein Ding. aber zum Beispiel in Rom war es sehr extremst wellig. Also ich glaube, das war das welligste Rennen, was ich je geschwommen bin und das schlaucht dann natürlich schon. Ja. Also 2 Stunden, das ist dann schon eine Marathonsportart. Alleine 2 Stunden zu schwimmen im Pool ist hart, eben. Mehr oder weniger. Aber wenn es dann noch wellig wird, ist dann schon sehr gut. Also da muss man sich die Kräfte schon sehr, sehr gut einteilen. Sich nicht auf Zweikämpfe einlassen, alles so ein bisschen versuchen zu managen, dass halt am Ende, ja, dass man halt doch die meisten Kräfte hat, um die Schnellste zu sein am Ende. Und es hat in Rom ganz gut geklappt, aber wie gesagt, es war eins der härtesten und welligsten Rennen, die ich jemals hatte. Wir kommen noch mal zu Olympia. Als ich nämlich recherchiert habe, habe ich gesehen, du hast dich sogar tätowieren lassen. Ja. Ich glaube hier irgendwo, ja. Oder? Ja. Da, die olympischen Ringe. Hast du die davor oder danach stechen lassen? Danach. Ich habe immer gesagt, das einzige Tattoo, was ich machen möchte, sind olympische Ringe, aber nur, wenn ich mit meinem Rennen zufrieden bin. Und nach Rio war ich nicht zufrieden, also habe ich sie mir nicht tätowiert und dann nach Tokio war ich zufrieden, also jetzt habe ich das Tattoo. Die nächsten Olympischen Spiele 2024 in Paris stehen quasi auch schon so halb vor der Tür. Was erwartest du dir von den Olympischen Spielen? Also wie du sagst, ist ja wirklich betrachtet eine kurze Zeit, ja. Aber natürlich ist es immer noch ja, fast 2 Jahre, aber mein Ziel ist es, sich wieder zu qualifizieren und dann wieder das Beste zu geben. Ich denke, das werden ganz, ganz, ganz tolle Spiele in Paris. Ich glaube, es wird wirklich cool und wieder mal Olympische Spiele in Europa zu haben, ist, glaube ich, auch sehr, sehr cool. Und ich hoffe, dass vielleicht in Deutschland auch alle Sportarten wieder ein bisschen mehr Beachtung finden und ein bisschen mehr Anerkennung bzw. ein bisschen mehr Interesse geweckt wird, weil die Olympischen Spiele sind quasi vor der Haustür und es ist schon ein Riesen-Event und es ist wirklich was ganz, ganz Tolles und ich glaube, das werden sehr, sehr schöne Spiele. Welchen Anteil hat denn dein Heimatverein Würzburg an den Erfolgen, die du jetzt feiern kannst? Ich glaube, mehr oder weniger 100%. Würzburg ist meine Familie, der Verein ist meine Familie, bedeutet mir wirklich alles. Ohne diesen Verein, ohne meine Mannschaft dort, ohne meinen Trainer dort, wäre ich niemals dahin gekommen, wo ich jetzt wäre. Bevor ich nach Italien mehr oder weniger hingewechselt habe, war ich jetzt auch nicht schlecht. Also ich hatte auch WM-Medaillen, DM-Medaillen. Aber ich habe alles gelernt in Würzburg. Ich habe vom Thomas auch sehr, sehr viel mitbekommen von Erfahrungen. Und ich denke eigentlich, ja, ich bin heute diese Person wegen meinem Verein SV Würzburg 05.
Sehr schöne Worte, die die Würzburger mit Sicherheit gerne hören. So, Leonie, wir haben ja auch noch einen Workout-Teil vor uns, damit man diesen Weihnachtsspeck, den wir wahrscheinlich alle ein bisschen abbekommen haben über die letzten Tage, auch wieder abtrainieren können. Und wir machen jetzt ein paar Übungen zusammen und dann, ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, können Sie natürlich auch gerne mit dabei sein. So, wir kommen zu unserem Train-Teil und Leonie, wir haben uns ein paar Übungen überlegt und starten eigentlich mit einer ganz klassischen Übung, die da wäre? Liegestütz. Liegestütz, genau. Sollte eigentlich jedem etwas sagen. Ich würde sagen, wir starten gleich mal. Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, natürlich auch gerne mitmachen, damit der Weihnachtsspeck wieder runterkommt von den Hüften. Hüften und Knochen, wollte ich schon sagen. Gut, dann los geht's. Leonie, auf was muss man achten bei Liegestütz? Kopf bisschen in den Nacken, damit alles gerade ist und so weit runter, wie es halt geht. Alles klar, also dann machen wir mal. Wir haben gesagt, 10 an der Zahl machen wir mal, ne? Jawohl. Okay, und go. Eine noch. Oh Gott. Ja, gut. Sie ist Profisportlerin. Aber nicht in Liegestütz. Okay, also Übung Nummer 1, Liegestütz. Eigentlich wird der ganze Körper bei Liegestütz trainiert, kann man alles sagen, ne? Ja. Gut. So, Übung Nummer 2, die wird wohl auch dem einen oder anderen schon bekannt sein. Wir machen nämlich Planks. Leonie, wie oft machst du die so? Täglich, eigentlich vor jeder Trainingseinheit zum Aufwärmen. Ja gut, also wir haben uns jetzt mal auf 30 Sekunden geeinigt. Das ist eigentlich so das Limit, das die meisten, sage ich mal, erreichen sollten. Leonie schafft wahrscheinlich ein bisschen mehr, wir machen jetzt aber erst mal 30. Gut, los geht's. So, runter auf den Unterarmstütz. Auf was muss man wieder achten, Leonie? Hände am besten nicht berühren und hoppelst runter und flach wie ein Tisch sein. Und ansonsten runterschauen ist besser für die Wirbelsäule und dann einfach stabil halten, gut, bis die Zeit um ist. Also, los geht's, 30 Sekunden laufen. Die laufen aber schon seit 15. Ja, eigentlich schon, ne? Weil wir haben jetzt eigentlich schon, ja, eigentlich schon gerichtet. Ja, ein bisschen Bauchmuskeln ist immer gut, da wenn die Plätzchen gut geschmeckt haben. Was bist du so fit, Mann? Das ist so hart. So, wie lange haben wir noch? Okay, und fertig. Also, ja, optimal. Sehr gut. Läuft doch. So, Übung Nummer 3. Wir machen sogenannte Toe-Taps. Leonie, weißt du, was das ist? Beziehungsweise hast du das schon mal gemacht? Ich glaube schon. Du hast mir gerade schon mal kurz angedeutet. Ich habe es Leonie schon ganz kurz mal gezeigt. Und zwar legen wir uns einfach auf den Rücken, die Beine im, ja, rechten Winkel und dann tippen einfach die Füße aneinander. Genau. Geht auch ganz schön auf die Bauchmuskeln, oder Leonie? Ja, ja, tatsächlich. Wie viele Bauchmuskeln trainierst du eigentlich so? Schon sehr viel. Also wir machen sehr, sehr viel Stabi, weil es im Schwimmen schon sehr wichtig ist, dass man Körperstabilität hat. Das heißt, wir machen schon sehr viel Bauch- und Rumpfmuskulaturübungen. Und Beine? Beine nicht so. Also wir machen klar ein paar Kniebeugen und auch mal mit der Hantelscheibe, mit Gewichten, aber jetzt der Fokus liegt jetzt nicht so auf den Beinen. Okay. Also ich glaube, wenn man die Übung so beim ersten Mal 30 Sekunden macht, ist auch okay, oder? Ja, das geht auch auf die Beine tatsächlich. Ja, schon, ne? Ich merke es gerade auch. Gut, dann machen wir mal eine Pause, aber ich glaube, die ist auch, sorgt auf jeden Fall für Stabilität am Bauch und hier an den Beinen runter.
So, wir kommen zu unserer vierten und auch letzten Übung gegen den Weihnachtsspeck. Wir machen noch Kniebeugen. Du meintest ja gerade schon, Beine sind jetzt nicht immer so gefragt. Bei dir trainierst du auch nicht so oft, aber ich würde sagen, wir raffen uns jetzt beide nochmal auf, oder? Ist gesund. Ja. Ist gesund. Okay, wie machst du deine Kniebeugen immer, wenn du sie machst? Schulterbreit hinstellen und dann am besten natürlich Rücken gerade und so weit wie es geht runter. Rechter Winkel ist gut, aber jeder so wie er kann. Streckst du deine Arme klassisch noch nach vorne aus? Nee, ich mache einfach eigentlich immer so die Hände über Kreuz oder okay, hier zusammen. Okay, dann machen wir es so, wie du es immer machst. Ja. Machen wir wie viele? Machen wir mal 10. Machen wir 10? Ja. Okay, gut, dann los geht's. Ja, schön weit runter, ne? Immer an die Plätzchen denken, die man über Weihnachten verspeist. Wie sieht es eigentlich bei dir aus? Naschst du dann auch mal gerne an Weihnachten? Ich nasche das ganze Jahr über. Also. Und das als Profisportlerin. Ich verbrenne auch sehr, sehr viel Kalorien beim Schwimmen. Natürlich esse ich auch sehr gesund, aber wenn ich mal Schokolade essen möchte, dann esse ich auch mal Schokolade. Hast du mitgezählt? Nee, ich nehme mich auch nicht. Aber noch eine. Ja, ich glaube, wir haben schon 20. Okay, perfekt. Cool. So, das waren unsere vier Übungen. Übungen, die auch du wahrscheinlich das ein oder andere Mal nämlich machst. Ja, ne? Täglich. Täglich. Also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie haben es gehört, wenn Sie mal so trainieren wollen wie Leonie Beck, dann haben Sie jetzt hier das perfekte Beispiel und die perfekte Vorlage davon. Leonie, ich danke dir für deine Zeit. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. War sehr witzig, ja. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für Dankeschön. Das Jahr 2023. Dankeschön. Sowohl beruflich als auch natürlich aber privat und Dankeschön. Vor allem gesund bleiben, ne? Ja, das ist das Wichtigste. Vielen Dankeschön. Dank auch an Sie fürs Zuschauen und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei Train and Talk. Bis bald.